Hier geht es um das elektrische Feld bzw. auch um die Elektrostatik. Wir werden hier Begriffe einführen, wie zum Beispiel ganz wesentlich die Ladung, die elektrische Feldstärke, wobei man das mit dem elektrisch immer in Klammern setzen kann. Wenn man weiß, von welcher Feldstärke man spricht, kann man die elektrische Feldstärke auch weglassen. Ebenso die elektrische Verschiebungslosdichte. Und das elektrische Potenzial. Beziehungsweise auch die Spannung genannt, wenn man es makroskopisch in einem Schaltkreis sieht. Nun schauen wir uns zunächst mal an, wie denn das phänomenologisch zusammenhängt. Wenn wir nämlich die Kraftwirkung zwischen oder auf Ladungen betrachten. So. Das kennt man übrigens schon seit Jahrtausenden in der Menschheitsgeschichte. Das Wort Elektron, das ja sehr, sehr eng damit verkoppelt ist, steht im Griechischen für Bernstein. Und die Griechen haben schon entdeckt, dass man, wenn man Bernsteine, heute würde man einfach nur Plastikstäbe nehmen, reibt, an Katzenfell beispielsweise reibt oder an etwas anderem reibt, man sie aufladen kann. Und man stellt es dann zum Beispiel fest, dass die einen leichten Wasserstrahl ablenken können oder auch, dass die in der Lage sind, gewisse leichte Stoffe, Federn, Papierschnipsel oder so anzuziehen. Nun, wir haben zunächst mal hier zwei Ladungen. Schreib die hier mal hin. Nenn die Q1 und sag mal, die ist kleiner als 0. Und habe hier eine zweite Ladung. Nenn die Q2 und sag mal, die ist größer als 0. Da ist hier wichtig, damit ich die Richtung der Kräfte hinterher richtig einordnen kann. Also wenn die eine negativ ist, die andere positiv ist, dann wissen wir das schon eigentlich aus der Schule. Zwei nicht gleiche Ladungen ziehen sich an. Und so würde das eben auch hier sein. So, das, was dazwischen ist, ist zunächst mal hier nur skalar betrachtet der Abstand R und weiter nichts. Und da fangen wir damit an, die Dinge zu benennen. Das nennt nämlich hier Q1 und 2, das sind die Ladungen. Ladung wird angegeben in Coulomb. Abgekürzt mit C. Oder, so wie ich es auch gerne mache, in Ampere Sekunde. Das wäre in AS. So, es ist relativ logisch, die Ladung, das zeitliche Integral der Stromstärke über irgendeine Zeit integriert. Wir sammeln also einfach den Ladungsstrom, repräsentiert durch die Stromstärke auf. Und das, was wir dann aufgesammelt haben, das ist eben die Ladung. So, eigentlich müsste Ladung sein in ganzzahligen Vielfachen der Elementarladung dieses E, die Elementarladung ist 1,6022, man muss sagen ungefähr 1,6022 mal 10 hoch minus 19 Coulomb oder wie ich sage Ampere Sekunde. Das ist die Ladung eines Protons. Beziehungsweise minus E eines Elektrons. So, und das ist eigentlich nicht mehr teilbar. Diese Ladungen können entweder da sein oder nicht da sein. Und wenn wir jetzt Ladungen aufsammeln oder so, dann kann das immer nur ganzzahlige Anzahlen von eben diesen Elektronen oder eben Nicht-Elektronen, also Protonen sein.
Und dementsprechend wäre dieses Q eigentlich eine diskrete Größe. Das werden wir hier aber im Weiteren nicht berücksichtigen. Sie sehen, diese Elementarladung ist so dermaßen klein, wenn wir jetzt also selbst von Mikroampere oder sogar Nanoampersekunden sprechen würden, dann hätten wir immer noch 10 hoch 10 circa Elementarladungen da drin. Also da lohnt es sich nicht, die einzelnen zu zählen und das zu beachten. Also gehen wir davon aus, hier in dieser Vorlesung, dass das durchaus kontinuierlich sein kann. Wie gesagt, weil wir in diese Größenordnung da unten gar nicht reinkommen werden. So, wenn wir jetzt die Kraft zwischen den beiden betrachten, dann haben wir die Kraft F12 und ich schreibe zunächst mal nur den Betrag hin, weil wir uns dann im Nachgang erst Gedanken über die Richtung machen. Und man hat eben festgestellt, dass diese Kraft proportional ist zu den jeweiligen Beträgen der Ladung, umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes. Und dann müssen wir noch einen Faktor einfügen, der im Wesentlichen aus unserem Maßsystem, also dem SI-System, kommt, von 4pi epsilon 0. Das macht alles so auch Sinn. Das nennt sich das Coulombsche Gesetz. Und jetzt wären wir schon in der Lage, auszurechnen, welche Kraft hier wirkt. Wir können uns überlegen, wie die Kraft wirken muss. Wenn wir uns das anschauen hier, dann hatte ich ja gesagt, die beiden sind nicht gleichnamig, also haben unterschiedliches Vorzeichen. Und dementsprechend muss eben die Kraft F12 so wirken und die Kraft F21 wird so rumwirken. Das ist von der Essenz her natürlich die gleiche Kraft, auch die gleiche Wirkung der Kraft. Also sie ziehen sich an, aber wenn Sie jetzt natürlich ein Koordinatensystem hier noch mit zugrunde legen würden, beispielsweise hier unten drunter noch irgendwie so ein X und Y hinbauen und das der Ursprung ist, dann haben diese beiden Kräfte unterschiedlichen vektoriellen Charakter. Das heißt, die eine würde nach rechts wirken, die andere nach links. So, das lassen wir zunächst nach außen vor. Wir schauen uns noch an, was hier unten drunter steht alles. Wir haben R, den Abstand, ganz klar angegeben. Und das Epsilon 0, das ist die Permittivität oder die Elektrizitätszahl des Vakuums. Und die rechnet sich in unserem System, im SI-System aus zu 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter. Im Prinzip können wir uns einfach merken, dieses Epsilon 0, das ist die Maßzahl. Damit man von Q1, Q2 durch 4pi r² auf eine Kraft kommt. Ich habe jetzt darauf verzichtet, hier tatsächlich auszurechnen, wie ich auf diese Einheiten komme. Hier, das könnte man natürlich tun, mache ich jetzt aber nicht. Stattdessen möchte ich mir diesen vektoriellen Charakter nochmal angucken hier, der Kraft. So, und dann müsste ich natürlich richtige Vektoren auch nach oben in der Zeichnung einführen. Das mache ich auch noch gerade. Dann habe ich nämlich hier das R1 mit dem Vektor oben drüber. Ein bisschen ungünstig gezeichnet, aber eigentlich noch machbar. Habe ich hier den Vektor R2 auch mit dem Vektor oben drüber. Und dazwischen würde ich mir jetzt noch den Vektor R12 gönnen, den mache ich mal so rum hier, so R12, der nach links geht. Okay, so, und wenn ich dann dahergehe, könnte ich mir, und dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen analysieren hinterher, mir die Kräfte aufmalen, F12 ist gleich jetzt ohne Beträge Q1, Q2 durch 4pi Epsilon 0 mal der Richtungsvektor oder Einheitsvektor R12 durch den Betrag des Abstandes
zum Quadrat. Das ist das, was wir eben auch schon hatten. R1, R2 sind die Ortsvektoren bzw. Positionen. Der Ladungen und R12, der mit dem Dach oben drüber, das ist gleich R1 minus R2 durch den Betrag des Vektors. Das ist der Einheitsvektor, hat also die Länge 1. So, wenn wir uns das mal anschauen, R12 wirkt von, so habe ich es oben hingeschrieben, zieht in diesem Fall von rechts nach links. Die beiden Ladungen haben ungleiches Vorzeichen. Das heißt also, der Faktor Q1 mal Q2 führt ein Minuszeichen ein und würde damit den Vektor umdrehen. Das heißt, das Feld und die Kraft F12 würde jetzt nach rechts wirken, also genau entgegen von R12. Also so, wie wir uns das von der Vorstellung her auch gedacht haben. Ich könnte jetzt auch die andere Richtung ausrechnen, nämlich F21, genau dasselbe Q1, Q2 durch 4 Pi Epsilon 0 mal R21, das ist genau der Vektor andersrum, durch R11, die kann ich hier auch austauschen, die Indizes, muss ich aber nicht machen, weil hier der Betrag gebildet wird und das ist gerade gleich minus F12. So, damit haben wir den kompletten vektoriellen Charakter hier drin, in dem Ding hier und können im Prinzip komplett vektoriell hier rechnen. Wir schauen uns nochmal an, wie denn das hier jetzt bei uns funktioniert in diesem Fall. Wir hätten jetzt hier F12, geht nach rechts für Q1 kleiner 0 und Q2 größer 0 oder die andere Kombination Q1 größer 0 und Q2 kleiner 0. Wichtig ist, Q1 mal Q2 muss kleiner 0 sein. Und F12 nach links. Also die beiden stoßen sich ab für Q1, Q2. Ich schreibe einfach mal lapidar hin, gleiches Vorzeichen. Das reicht ja auch. Das wäre hier also jetzt Anziehung und das hier unten wäre Abstoßung der beiden. So, wie kann man sich das jetzt bildlich einigermaßen vorstellen? Ich habe dazu mal ein Feld für ein dreidimensionales vektorielles Feld hier gezeigt. Das finden Sie unter der URL hier oben auch auf meinem Server, ich werde Ihnen das verlinken und Sie sehen hier in der Mitte ist eben mit dem Feld, muss ich gar nicht rotieren alles, mit 1 durch r Quadrat ein Partikel, eine Ladung hier, die da, ja gut, das ist in diesem Fall wahrscheinlich eine positive, dann haben wir hier Partikel drumherum, die offensichtlich andersrum geladen sind in unserer Vorstellung und die fliegen jetzt hier einfach so drauf. So, ich habe bislang noch nichts darüber gesagt, wie groß Q1 und Q2 sein müssen vom Betrag her, nicht? Also ob das eine große oder kleine Ladung ist. In diesem Fall würde man halt davon ausgehen, Q1 in der Mitte eine kleine Ladung und die drumherum sind eine große Ladung und die drumherum sind kleine Ladungen. So, ich stopp das mal, damit man das hier auch so vielleicht für die Nachwelt erhalten kann. Also jetzt einfach mal einen Screenshot hier reingepackt. In diesem Fall hier das Gelbe oder Orange. Das ist unsere Ladung Q1. Und die kleinen Partikel sind Testladungen mit Betrag Q2. Sehr viel kleiner als Betrag Q1. Das ist nicht unbedingt nötig, macht in diesem Fall aber Sinn, weil das die Betrachtung hier doch etwas vereinfacht. So, wir haben also gesehen, wie eben diese Partikelchen angezogen werden. Und wenn wir jetzt hier mal dahergehen und uns diese Formel, die wir eben noch hatten, noch ein bisschen weiter auseinandernehmen, dann kann man ja dahergehen und kann jetzt F12 auch schreiben in der Form Q1 durch 4 Pi
Epsilon 0, das hatten wir schon, der Einheitsvektor. Und mal Q2. Wir könnten das hier jetzt auseinandernehmen als das elektrische Feld. Eigentlich ist es nur ein Vorfaktor, der bestimmt, wie aus der Ladung Q2, die man vielleicht kennt, in diesem Feld, das Q1 erzeugt hat, eine Kraft wirkt. So, das kann man einfach so hinschreiben. E ist jetzt dieses Feld, das die Kraft auswirkt. Ich schreibe mal erzeugt. Und E wird elektrische Feldstärke genannt. Und wir gucken uns die Einheit mal an. Also E müsste dann ja sein die Einheit einer Kraft durch die Einheit von Q. Ich schreibe das nochmal neu. Ist nicht schön gemacht hier. E ist gleich die Einheit einer Kraft durch die Einheit einer Ladung, also gleich Newton durch Ampersekunde, also gleich Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat durch Ampersekunde gleich Kilogramm Meter pro Ampere Sekunde hoch 3. Das ist, wenn man sich erinnert, was die Einheit vom Volt war. Ich hoffe, das ist gemacht worden. Volt ist ja gleich Kilogramm Meter Quadrat pro Ampere Sekunde hoch 3. Und dann kann man das hier ersetzen durch Volt pro Meter. So, die Frage ist jetzt natürlich, was kann man damit anfangen? Bislang ist es nichts weiter als ein formelmäßiges Konstrukt, nicht viel mehr und nicht viel weniger. Wir haben ein bisschen Bild dazu gesehen, was mit so Teilchen passiert, die da in dem Feld irgendwie drin sind. Und wir schreiben einfach mal auf, was wir jetzt schon über diese elektrische Feldstärke wissen. Nun, das ist als allererstes, sie beschreibt ein Vektorfeld. Beispielsweise wie Wind. Kann man sich am besten vorstellen, ne? Wind hat überall eine Richtung und einen Betrag. Da, wo man sich befindet, das stellt also immer einen Vektor dar. Und so ist das hier jetzt auch genauso ein Vektorfeld. Wir können uns das in der Animation hier angucken. Wir haben umgeschaltet von der Darstellung hier mit den Partikeln und den Velocities. Lassen wir mal laufen. Und dann eben in die Darstellung der Feldvektoren. Wir könnten also hier sehen, die Partikelchen werden in Richtung der Pfeile bewegt oder sollen da bewegt werden. Eigentlich dürften sie im statischen Feld gar nicht wirklich bewegt werden. Und je grüner oder dunkler, desto weniger werden sie bewegt. Und die weißen sind eben da die Dinge, wo die größten Feldstärken sind. Wir können hier auch noch ein bisschen das Ganze größer machen, damit man vielleicht noch ein bisschen was mehr erkennt. Aber das macht dann die Rechenarbeit auch nur noch schwieriger. So, also wir könnten das als Vektoren darstellen an jedem einzelnen Punkt hier an der Stelle. Insofern ist das ein Vektorfeld. Wir sehen an der Stelle jetzt noch eines, nämlich, dass wir hier in der Mitte sowas wie eine Quelle oder hier ist es eine Senke haben. Quellen senken ist ganz ähnlich. Wir könnten die Felder einfach umdrehen, sieht es aus wie eine Quelle. Jetzt sieht es aus wie eine Senke, als wenn alles hier hinströmen würde und da verschwinden würde. Das heißt also, das Ganze ist nicht nur ein Vektorfeld, es ist auch noch ein Quellenfeld. Und die Ladungen sind die Quellen. Dann könnten wir uns noch vorstellen, dass das auch so etwas wie ein erhaltendes oder konservatives Feld ist. Will also heißen, wenn ich Kraft oder Energie aufwende, um zwei Ladungen auseinanderzubringen, dann kriege ich dieselbe Energie zu bewegen, dann kriege ich dieselbe Energie auch wieder zurück, wenn ich sie loslasse und wenn sie sich bewegen würden. Und damit kann man sagen, es ist ein Potentialfeld.
beziehungsweise richtiger, es existiert ein Potenzial. So, hier haben wir das nochmal. Und zu dem Potenzial könnte man jetzt auch noch eines sagen. Zunächst einfach in der Zeichnung. Nehmen wir mal an, wir haben irgendwie geartet hier ein Feld. So, und an der Stelle ist irgendwo eine Ladung. Hier Q, müssen wir noch dazu schreiben, dass das hier E ist. Und jetzt wird diese Ladung Q irgendwie von der Position 1 in eine Position 2 gebracht hier. So, und das kann man jetzt auf irgendeinem Wege machen, meinetwegen auch so. So, dann passiert das da. Dann könnte man ausrechnen hier, dass wir das Integral jetzt bilden können von 1 nach 2 über den blauen Weg von E ds. Das ist ja im Prinzip das, was ich machen möchte, wenn ich hier diese Ladung Q von 1 bewegen würde. Integral über den Weg ist das. Wir müssen das nicht ausführen, Sie müssen das sich nur vorstellen, was da passiert. Wir brauchen die Mathematik dafür nur ganz rudimentär oder eigentlich nicht. Und das ist gleich Phi 1, 2 und das ist ein Potentialunterschied. So, es ist mehr noch hier. Der Weg, über den man integriert, der ist egal. Egal auf welchem Weg wir von 1 nach 2 gehen, es kommt immer das gleiche, der gleiche Potentialunterschied raus. So, das heißt aber letztlich auch, dass damit der Weg von 1 nach 2, der blaue E ds plus der Weg von 2 nach 1 E ds gleich 0 werden muss. Ich kann ja noch einen einmalen hier zum Beispiel in dunkelgrün. Ich gehe jetzt wieder hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise zurück, kann auch mal dahinter gehen und dann komme ich wieder irgendwann wieder auf 1 raus. Gar kein Problem. So. Und wenn ich diesen Weg jetzt laufe, schreibe das nochmal unten runter in grün, so, dann muss die 0 dabei rauskommen. Das ist im Prinzip das die Kirchhoffsche Maschenregel, wenn Sie sich daran erinnern, aus dem ersten Semester vielleicht. Steckt nichts anderes dahinter, als dass ein Spannungsumlauf 0 wird. So, schauen wir uns nochmal an, was das bedeutet, wenn man Potenziale hat. Man hat ein Potential, das ist Phi, und das kann man auch angeben, irgendwie von einem Ort. Naja, jedenfalls müsste es jetzt ja hier Äquipotentiallinien geben. Ich sage ganz bewusst die Analogie dazu, Höhenlinien. Gucken Sie sich mal eine Karte an, ganz normale Landkarte zum Wandern oder so. Da gibt es Höhenlinien da drauf, das sind Äquipotentiallinien. Auf diesen Linien, da könnten wir uns jetzt hier, in diesem Fall müssten das solche sein, könnten wir uns jetzt bewegen, ohne dass sich irgendwie das Potential ändert. So, hier sind das, die Äquipotentiallinien. Kann man kaum lesen, aber sie sollen es, also Äquipotentiallinien heißt das. Die müssen senkrecht stehen auf den Feldlinien, immer. Das ist genauso wie mit den steilsten Abstiegen, die auf den Höhenlinien immer senkrecht auch zu den Höhenlinien sind. Den Feldlinien. Und sie geben eben an, die Linien gleichen Potentials. Gehen wir nochmal hier in das Applet, in die Simulation rein. So, dann können wir uns natürlich hier aber leider nur im Schnitt noch die Potentiallinien anzeigen lassen. So, das ist jetzt ein Schnitt hier dadurch. Und dann sehen wir, dass immer im Ring drumherum bei gleichem Abstand wir so eine Äquipotentiallinie haben. Hier ist mal einmal das Z-Slice genannt, gezeigt. Ich kann auch das X-Slice nehmen, also das ist jetzt ganz um 90 Grad gedreht. Und vielleicht kriege ich das Y-Slice auch noch und der dreht sich auch noch weiter.
und ich kann das SetSlice ebenso nehmen. So, bewege ich mich jetzt mit einer Ladung auf einer dieser Kreislinien um die andere Ladung drumherum, ändere ich nichts. Ich ändere ja auch nicht den Abstand dazu. Das heißt, die Kraft bleibt, bleibt genau gleich an der Stelle. Ich bin auf einer Äquipotentiallinie. Mein Abstand zu der inneren Ladung bleibt der gleiche. Ich habe jetzt hier nochmal in dem Slice, im SetSlice hier die Animation dazu gepackt. Aber hier sieht man jetzt die Vorstellung nicht mehr gar so gut. Deswegen wenden wir uns einer anderen Darstellung zu. Nämlich hier einer zweidimensionalen Darstellung. Im Prinzip muss man sich vorstellen, dass hier jetzt nicht ein Ladungspunkt liegt, sondern eine unendlich ausgedehnte Linienladung. Wir werden die mathematisch noch anders betrachten. Deswegen haben wir hier jetzt auch ein Setup für 1 durch r und nicht für 1 durch r Quadrat, wie das vorher war. Können uns das, ja, das lassen wir mal so stehen, das macht nämlich mehr Sinn. So, und wenn wir jetzt uns das hier nochmal angucken, können wir uns vorstellen, dass im Prinzip hier unsere Ladung hier ein Gebirge aufbaut. Hier ist es ein tiefes Tal, weil das ja eine Senke war. Und in diese Senke rein, da fallen eben jetzt unsere Partikelchen, unsere Testladungen rein und verschwinden da, werden was weiß ich, was mit denen passiert. So, hier sieht man nochmal ganz klar die Kreise drumherum, die eben die Äquipotentiallinien sind, die ja auch gezeigt worden sind. Ich würde dann hier noch die Analogie zum Schwerefeld aufmachen, damit man es vielleicht sich besser vorstellen kann. Und darauf kommt es mir jetzt in diesem Fall an. Wir alle sind schon mal gewandert, wir alle haben schon mal eine Murmelbahn verwendet, hoffe ich zumindest mal, oder Fahrrad gefahren oder irgendwie sowas. Und was man jetzt als Analogie sich aufbauen könnte, wäre Q, die Ladung zur Masse. Das, was das Q in dem einen Feld ist, ist die Masse in dem anderen Feld. Das Phi zum H, der Höhe oder Höhenlinie. Und das elektrische Feld E zur Erdbeschleunigung. Also der Faktor, der eben aus der Masse M oder dem Q dann die Kraft macht. Das E ist vektoriell, die Erdbeschleunigung müsste natürlich eigentlich auch äquivalent sein. Das macht man eigentlich nicht, weil man sagt nach unten, also zum Erdzentrum oder zur Erdoberfläche hin. So, auch da, Äquipotentiallinien sind eigentlich völlig klar und viel mehr muss man an der Stelle nicht dazu sagen.